Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Ja. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Komm hierher. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Komm hierher. Geld. Das ist immer noch Jesus und Geld. Haben wir doch das Thema hier. Schnell drauf. Den kenne ich. Cool. Bitte bedanken. Au. Wo sind die Tasche? Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass von euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam. Also, der steht direkt neben mir. Wenn ich gesprochen hatte, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Er hat nicht gesagt, halt deine Schnauze. Der hat nicht versucht, der hat einfach gemacht. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat über die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Worte werden Waffen sein. Und so. In manchen Krachtern ist es nicht so. Ich bin intelligent. Und das soll ja auch passieren. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die, die nicht zu dem Gesinde gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Ja. Bereit? Sind verloren alle. Ich bin gekommen, die erregendste Geschichte der Menschheit zu erzählen. Das Leben von Jesus Christus. Christus? Christus. Ich spreche nicht von dem Jesus mit der gelben, leberkranken Haut, den eine irrsinnige menschliche Gesellschaft zur größten Hure aller Zeiten macht, dessen Kadaver sie pervers mit sich herumschleppt. Und ich spreche von dem Abenteuer, dem furchtlosesten, modernsten aller Menschen, der sich lieber massakrieren lässt, als lebendig mit den anderen zu verfaulen. Jetzt wollte ich schneller. Ich spreche von dem Mann, der so ist, wie wir alle sein wollen, du und ich. Ich will kein Mann sein, ich möchte ein Mädchen sein und zur Frau werden, dank eines Mannes. Und umgedreht. Angeklagt wegen Verführung. Anarchistischer Tendenzen. Anarchie. Verschwörung gegen die Staatsgewalt. Der neue Duft von Rocco Schamoni. Anarchie, das ist so sexy. Du machst alles kaputt, das ist so sexy. Narben an Händen und Füßen. Narben? Angeblicher Beruf? Arbeiter. Arbeiter? Dienstag geboren. Deutsch. Ein Adjektiv, ich finde gut. Decknamen? Ich habe mich dazu entschlossen, Deutsch zu sein. So, ich bin Deutsch. Staatsangehörigkeit, Deutsch. Friedensbringer? Bin ich. Mach ich. Licht der Welt? Na? Erlöser. Kann ich auch. Der Gesuchte ist ohne festen Wohnsitz. Alle, die bei mir im Film auftauchen, sind eigentlich. Ich habe keine reichen Freunde und ich schmeiße in ärmlichen Wohngegenden auf. Ich bin der Lebensbeweis. Seine Umgebung sind Gotteslästerer. Habe ich heute erlebt. Steven. Zigeuner. Die habe ich auch erlebt, die Zigeuner. Der habe ich erzählt, es ist viel sinnvoller, als keine Windeln zu kaufen. Und nicht betteln zu müssen, um sich Windeln zu kaufen. Da habe ich ja Taschentuch gezeichnet und ja verständlich gemacht. Braucht kein Geld, Mann Geld. Mann Geld, braucht kein Geld. Aber Kinder, Kinder, Kinder. Nee, Kinder, Kinder brauchen Mama. Kinder brauchen Mama. Mami. Mami.
Na? Schreiende mit einem Bieten. Beim Windeln kosten Geld und machen Müll. Hippies, Gammler, Kitzler. Taschentuch, kannst du in die Saale gehen und auswaschen. Mach kein Müll. Zum Tode verurteilte. Kostet kein Geld. Es ist möglich, dass es sich um ein elternloses Kind handelt. Ja! Vielleicht ist deine Mutter eine Hure. Babylon! Vielleicht ist dein Vater ein Sträfling. Oder nee, mein Großvater war ein Sträfling. Der saß im Knast. Der gesuchte roten Ochsen ist da drauf gegangen. Kannerpartei. Kannerpartei. Die Kannerpartei. Erfolg. Kannabiner und die Kannerpartei. Kannerkirche. Auf Parteitagen und Versammlungen findet man geil. Alexander Vetter, so ein Programm. Was? Programme lehnt er ab. Hast du schon mal gehört? Deshalb kann ich den dazwischen quatschen. Der hat verschiedene Augen. Er trägt nie Uniform. Richtig. Ist immer in Bewegung. Der Gesuchte verbreitet utopische Ideen. Unglaublich. Und muss als gefährlicher Anführer bezeichnet werden. Obwohl ich nur ein Lied singe. Zweckdienliche Angaben, die zu seiner Festnahme führen, nimmt jede Polizei zu schon entgegen. Da ist Zitate, die ich ausspreche. Das hat irgendwer anders geschrieben, ich singe das nur nach. Ich zitiere nur. Ein Prediger. Ich wollte auch Prediger singen. Die Pornoabteilung der Hölle habe ich heute auf dem Markt vor. Ich werde von der Polizei gesucht. Ja, ich auch. Ich werde von der Polizei gesucht. Weil die mich so lieb haben. Weil ich in die Welt hinaus schreie, dass die bestehende Ordnung untergehen wird. Chaos. Ordnung. Heil. Eine Ordnung. Elf. In der Pfarrer Hostchen verteilen an Soldaten, die in Vietnam Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm abknallen. Bist du jetzt ein Kommunist? Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus. Der unter Polizisten, Bankiers, Polizisten, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar, der seine Rolle am Kreuz für euch weiterspielt und dem ihr aufs Maul schlagt, wenn er aus der Rolle fällt. Und der euch deshalb nicht zurufen kann, ich habe eure ganze Show und eure Rituale satt. Was ist das ja? Euer Weihrauch ist mir ekelhaft. Er stinkt nach verbranntem Menschenfleisch. Ich ertrage eure heiligen Feiern und Feste nicht länger. Ihr könnt so viel beten, wie ihr wollt, ich höre nicht hin. Behaltet eure idiotischen Ehren und Preisungen. Ich habe nichts damit zu schaffen. Idiot und Ideologie, haha. Ich will sie nicht. Die Logie, die Lehre des Idiotentums, die Ideologie. Ich bin auch keine Stütze von Ruhe und Sicherheit. Sicherheit, die ihr mit Tränengas erreicht und mit Gummiknüppeln. Ich bin auch keine Garantie für Gehorsam und Ordnung. Ordnung und Gehorsam von Besserungsanstalten, Gefängnissen, Zuchthäusern, langweilig. Innenhäusern. Ich bin der Ungehorsame, der Ruhelose, der in keinem Haus wohnt. Ich bin auch keine Garantie für Erfolg, Sparbücher und Besitz. Ich bin der Obdachlose. Ohne festen Wohnsitz. Oh, Effi. Der immer und überall Unruhe stiftet. Na, ist das ich bin der Aufrufer. Der Aufrufer. Ich kann das nicht hier ein eleganter. Gerade sehr gut in der Zeit. Ich bin der Hippie. Gammler. Black Power. Jesus People. Ich will die Gefangenen befreien.
Die Gefangene will auf rein. Und da euch stehen. Er will die Gefangene freien. Ich kann noch machen. Ich bin frei. Ich bin Freiburger. Nein, Barmen. Die über alles Bestehen hinaus. Barfrei bin ich. Ich bin barfrei. Ich bin lebendig. Ich bin barfrei. Und sterblich. Bar, jeder Vernunft. Nur von uns darf niemand siegen. Ich will mal durch meinen Mund. Ja, schöne Bar. Ist schon geil. Aber ich dürfen die Gottes nicht sagen. Jesus ist da, rufen die Staatenlosen. Jesus ist da, rufen die Zigeuner. Jesus ist da, rufen die Prostituierten. Die was? Jesus ist da, rufen die weißen Kinder. Jesus ist da, rufen die Kriminellen. Jesus ist da, rufen die Revolutionäre, die Asozialen, Arbeitslosen, Obdachlosen, Verurteilten, Gejagten. Ihr werdet von vielen gehackt werden, um einen Sinn. Ihr werdet euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln und einsperren und töten. Keine Angst vor denen. Die sind ganz lieb, die wollen immer nur spielen. Kommt schnell. Eure brennenden Herzen können sie nicht verstecken. Wer sind aus? Ach ja. Was man im Dunkeln sagt, das redet nicht.
weil das jetzt vorgeflüstert wird. Das Buch für den Dichter. Denn nichts verborgen, was ich dich verwehren will. Und nichts geheim, was nicht bekannt werden wird. Geht über die Menschen und sagt, es ist Zeit. Befreit Gefangene, heilt Kranke, erlöst Gequälte, macht Blinde sehen, weckt die Toten unter euch auf, schreibt den Wahn aus den Menschen aus. Schneiden, ja, das ist genial. Wer sein Leben dabei schont, der wird sein Leben verlieren. Wer keine Angst hat vor der Wahrheit, die ich verbreite, und danach handelt, der kann nie sterben. Der wird noch, wenn er stirbt, leben. Die Liebe wird so unsterblich machen. Täglich stoßen neue Menschen zu Jesus. Frauenleben mit ihm leben. Alle Arten von Frauen. Prostituierte, Kinder, Zigeuner, Revolutionäre, Kriminelle, Asoziale, Arbeitslose, Obdachlose, Gefangene, verurteilte, Gejagte, Misshandelte, Zornige. Schutzverweigern, Verzweifelte, Mütter aus dem Land, Hippies, Gammler, Schützer, Ausgestoßen, zum Tode verurteilt. Und immer mehr Menschen strömen zusammen. So viele, dass sie sich gegenseitig fast erdrücken. Und alle wollen Jesus nahe sein. Und alle wollen ihn anfassen. Sein Gesicht sehen. Ja. Und es geht eine Kraft. Voll Verschleierung muss eigentlich sein. Die alle mit Liebe erfüllt. Oh, Kaffee. Hier ist ja auch nicht, kann ich alles tun. Jesus ruft. Glücklich werdet ihr sein, die ihr jetzt seid. Denn ihr werdet lachen. Glücklich werden die Armen sein, denn sie werden das Leben zu Besitz erhalten. Verzweifelt nicht, wenn sie euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln. Ebenso haben sie mich verleumdet. Und angespuckt und geschlagen und ans Kreuz genagelt. Darüber hinaus können sie nichts tun. Aber wehe euch Reichen. Jeder Zuchthäusler und jeder Prostituierte sind besser wie ihr. Wehe euch, die ihr satt seid. Nicht seid, seht. Der Satz seht. Ihr seht Satz. Wehe euch. TV. Die das könnt ihr ja gar nicht. Ihr guckt ja die Rot-TV. Oh. Denn ihr werdet fallen. Euch aber, die ihr mich hört. Euch sage ich, liebet euren Nächsten wie euch selbst. Wer zwei Kleidungsstücke hat, der gebe eines von dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der tue dasselbe. Wer nicht bittet, dem gibt und fordere das Gegebene nicht zurück. Wenn ihr aber Gutes tut,
dann schmettert nicht vor euch her mit Trompeten, damit die Menschen sehen, dass ihr Opfer bringt und euch dafür loben. Wenn ihr Gutes tut, das Überzeugung. Wird sich verkrampft und drückt sie dich aus die Häuser. Wenn die Stellen ihr ansitzt, damit sie mehr möglichst mühselig und leidend aussehen. Nein, mach dir dein Gesicht froh und freue dich, damit dich dein Mensch selbst zeigt, dass du ein Opfer bringst. Hängt nicht am Geld. Ich muss mich leider unterbrechen und einen Satz von Jesus sagen, der heißt: Da, wo man zu dumm und borniert ist, euch anzuhören, haltet euch nicht auf, geht weiter. Dumm und verpfeffert. Verschafft euch kein Gold, kein Silber, kein irdischer Wert. Auch nicht unnötig viel Kleidung, keine Reserven und kein Gepäck. Just another day living like a rock star. Der Arbeiter ist sein Sohn. Weil er im kompletten Spaß gewinnt. Ja. Und Musik, boah, Musik kann sie runterpacken. Geil, oder? Klausi. Klausi, wir machen das. Die Geschütze eines reichen Mannes brachten einen sagenhaften Gewinn. Er überlegte und sagte: Schon. Vergeben will ich nicht von dem Geld. Ich muss also noch mehr Konten anlegen, noch mehr investieren. Der reiche Mann von Babylon. Operieren, transferieren, und zwar in ganz verschiedenen Ländern, um ganz sicher zu gehen. Oh, was hatte ich denn wohl gebrüllt, ey. Die ganze Welt. Kaufte, tauschte. Tausend Gold. Investierte. Kaufen Gold. Operierte, deponierte, transferierte. Überall. Stürmt das Schloss. Dann sagt er zu sich: Das Reich, unendlich reich. Mehr denn je, ein Fuski war schon echt ein Prophet. Ein Prophet. Geht und trink und amüsiere dich. Du hast keine Sorgen mehr, du hast es geschafft. Du kannst alles haben für dein Geld. Es wird nie weniger werden. Es wird sich von allein vermehren. Da sagte ein Arbeiter zu ihm: Oh! Was schon? Du Narr. Wenig nützen doch. Oh, scheint die Sonne. Noch heute Nacht. Noch heute Nacht. Und vielleicht dein Leben von dir wollen. Wozu hast du das alles zusammengebracht? Das heißt, lasst euch keine Schätze zusammen. Ihr könnt nicht der Wahrheit dienen. Und in dem Glaubt auch nicht ängstlich für euer Leben, die offenen Themen und noch für euren Körper, was ihr anziehen sollt. Das nötige Leben seines Tages angenehm an dem Leben. Glaubt zuerst,
Schwindel. Scheiße. Das ist hier nämlich immer weg. Du wirst die ganze Zeit nur rumgescheuchen. Immer nur auf dem Flug. Ihr werdet sehen. Also das zeigt nicht einmal ausreichend. Ist nicht eure Seele mehr als das Essen? Und ist nicht euer Körper mehr als die Kleidung? Seht die Blumen auf den Feldern, wie sie wachsen. Und doch sage ich euch, nicht einmal Millionäre in all ihrem Reichtum sind gekleidet wie eine von ihnen. Eine Frau ruft aus der Menge Jesus zu. Glücklich der Mutterbauch, der dich getragen hat. Jesus ruft zurück. Ja, aber noch glücklicher sind die, die meine Nachricht hören und danach leben. Den Arsch in der Hose muss das machen. Ich hab's gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, nur dein Otto meiden. Tust du es allen. Liebet eure Feinde.